Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den Mamba Cola and Friends im Test. Und die habe ich, die habe ich aus dem Penny mitgenommen. Im Viererpack habe ich gerade nochmal recherchiert, kosten die 79 Cent. Hier im Achterpack waren sie im Angebot. Ich glaube, das war sogar unter 1 Euro. Es war auf jeden Fall ein richtiges Schnäppchen. Falls ihr noch den Angebotspreis von dem Mamba Cola und Friends kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich drehe die Videos meistens, also manchmal wirklich ein paar Tage nach dem Einkauf. Und bis dahin habe ich leider sehr häufig schon den Kassenzettel verloren. Und aber ich glaube, maximal war es aber 1,29 Euro hier für den Achterpack. Definitiv nicht mehr, also ein Schnäppchen. Hier sind 212 Gramm drin. Bei Mamba Cola and Friends ist jetzt auch keine brandneue Edition, die gibt es glaube ich auch schon länger. Die Rezeptur ist neu, schreiben die hier drauf. Und ich kann euch auch über den anderen Mamba-Sorten schon verraten, neue Rezeptur, hier ist Gelatine drin. Das ist sehr schade, das wären die waren vorher. Die könnten auch sehr schön vegan sein, sind sie aber nicht. Und es ist nämlich Gelatine drin und es ist ja nicht mal vegetarisch, fällt mir gerade mal ein. Genau, nicht mal vegetarisch. So, jetzt packe ich die gleich mal aus. Viermal Cola, wir haben hier Cola Ananas, Cola Kirsche, Cola Zitrone und den Klassiker Cola Orange, beziehungsweise Orange, könnte man ja auch sagen. Mal gucken, wie die schmecken. Mamba fand ich als Kind immer ganz cool, weil die so ein bisschen weicher waren als Mauam. Mal schauen, ob die das in der neuen Rezeptur auch beibehalten haben. Und herzlich willkommen in der Großaufnahme mit Mamba Cola and Friends. Los geht's hier mit Mamba Cola Zitrone und ich finde die Verpackung so cool, die Verpackung von den einzelnen Kaubonbons. Das sieht so richtig geil retromäßig aus hier mit der Palme und dem Mamba Logo, mag ich. Weiter geht's mit Cola Kirsche und ausgepackt für euch schon mal Cola Orange und Cola Zitrone bzw. nix Zitrone. Ananas ist hier unten und wie ihr sehen könnt, sind die farblich gleich. Ich tippe auch, dass Kirsche und Zitrone auch genau die gleiche leichte bräunliche Cola-Färbung haben. Werde ich jetzt für euch probieren und ich bin gespannt, wie es so schmeckt. Ich leg mal los mit Ananas. Die sehen wirklich alle vier gleich aus. Ich habe sie gerade schon ausgepackt. Cola Ananas, ich meine, es gab auch mal Pepsi Pineapple oder bilde ich mir das ein? Ich finde, es ist eine sehr geile, eine sehr süße und eine abgefahrene Kombi. Echt cool. Die haben jetzt zwar Gelatine, sind aber nicht härter geworden und eben trotzdem so leicht an den Zähnen. Frage ich mich echt, warum hat man das wieder reingemacht? Konsistenz finde ich jetzt nicht 3 Milliarden mal besser. Ich mache jetzt weiter mit Orange. Ja. Hätte ich mir mehr so Mezzo mit oder Spezi-Geschmack gewünscht. Bei der Orange sticht doch die Orange sehr stark in den Vordergrund. Während bei Ananas-Cola man schon geschmeckt hat, dass man einen Cola-Kaubonbon im Mund hat, aber mit einer Ananasnote. Und das fand ich sehr cool. Und jetzt gibt es hier noch Kirsch-Cola. Und das knallt dann hoffentlich und schmeckt nicht nur nach Cola. Wie gesagt, bei Cola-Orange war mir der Orangengeschmack zu dominieren. Da blieb mir zu wenig übrig von der Cola. Ihr könnt mal die Konsistenz sehen, wirklich sehr weich. Sherry, Sherry Lady. Mamba, Kirsch, Cola. Die Kirsche ist echt schon krass in den Vordergrund gerutscht. Aber im Abgang doch ein Cola-Geschmack, finde ich sehr lecker. Zitrone Cola, I like. Also ich mag Cola mit Zitrone. Ob das hier ein Like bekommt, das weiß ich allerdings noch nicht.
wenn man die alle so hintereinander weg isst, ne? Dann bleibt einem, glaube ich, auch wirklich noch die Frucht im Gaumen präsent, weil der Cola-Geschmack immer weiter in den Hintergrund gerät. Vielleicht fängt man einfach an, dass man sich eine Sorte dann ganz gönnt, dann hat man so ein bisschen eine bessere Verteilung der Geschmäcker. Zitrone ist okay. Alles in allem ist Mamba Cola and Friends eine sehr solide Sorte, wobei mein Favorit, das gleich das erste war, was echt strange ist, Ananas Cola, als ein bisschen was anderes bietet. Kirsch Cola ist auch okay. Zitrone schmeckt halt zitronig, also kein großer Wurf, aber ist in Ordnung. Und auf einer Gesamtbewertung, vielleicht bin ich manchmal auch schon so ein bisschen verwöhnt, aber ich würde es irgendwo so zwischen 7 und 8 Punkten sehen, ihr Lieben. Wie viele Punkte würdet ihr dem Mamba Cola und Friends geben? Schreibt es in die Kommentare. Ich lege mich fest, ich sage 7,5 und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!